Und wir kommen zu Top 20. Sieben Spielbetrieb auf den Dresdner Sportplätzen gewährleisten, Instandhaltung langfristig planen. Einreicher Freie Wähler, Freie Bürgerfraktion, die haben auch einen Änderungsantrag. Von der Rednerliste sind 4 angemeldet. In der Fraktionsrunde würde die CDU beginnen. Klaus Lippmann, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt wird es wieder etwas lebendiger. Jetzt geht es auf den grünen Rasen, und zwar auf den Kunstrasen. Ausgangspunkt unseres Antrages war der relativ plötzliche Ausfall eines Sportplatzes, einschließlich der damit verbundenen Folgen für den Spielbetrieb. Es war ein Kunstrasen, der nicht mehr bespielbar war. Und wir haben dort überlegt, gemeinsam mit dem Eigenbetrieb, wie man das für die Zukunft verhindern kann, dass also Ausfälle der Art kurzfristig entstehen können. Die Lösung besteht in unserem Antrag, ein gutachterlich gestütztes Aufnehmen der Zustände der jeweiligen Rasenplätze, der Kunstrasenplätze, der Einordnung, der Feststellung des Sanierungsbedarfs und damit verbunden auch einer Möglichkeit einer planmäßigen Sanierung dieser Plätze, die also regelmäßig alle 8, 10 oder 12 Jahre saniert werden müssen. Insofern geht es uns um die Planbarkeit dieser Dinge, auch für die nutzenden Vereine, für die Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenen. Und insoweit ist der Inhalt schon dargelegt. Also es geht darum, kurzfristige Ausfälle, die also absehbar gewesen wären, zu verhindern. Wir wissen, dass es Haushaltssperre gibt. Wir wissen, dass es auch zunächst kein Geld gegeben hat. Deswegen unser Antrag vom 9.1. nochmal modifiziert unter dem Datum 15.6. Die Finanzierung und das Kostenkonto ist mit dem Eigenbetrieb abgesprochen. Das Geld ist theoretisch da. Stichwort Haushaltssperre gilt natürlich. Der Eigenbetrieb wird nach dem Beschluss dieses Antrages dann von sich aus einordnen, priorisieren und einordnen, je nachdem, wie die Haushaltsmittel dann tatsächlich verfügbar sind. Wir bitten also um Zustimmung. Vielen Dank. Okay, dann gehen wir an die Fraktionsrunde. CDU? Nein. Linken Fraktion? Nein. SPD das Wort gewünscht? Auch nicht. FDP? Auch nicht. Dann Dissidenten, Herr Aschenbach. Gar nichts für die Tagesordnung, Mensch. Hallo, Freie Wähler, rechts. Spielbetrieb auf den Dresdner Sportplätzen gewährleisten, Instandsetzung langfristig planen. So der vielversprechende Titel dieses Antrags. Zum Anlass nehmen, dass, kleiner Gruß von der Klimakatastrophe, einige, zwei, wenn ich nicht irre, Kunstrasenplätze überraschend verklumpten, beantragten die Freien Wähler rechts im Januar, der Eigenbetrieb Sportstätten möge erstens alle 40 Kunstrasenplätze begutachten und zweitens anschließend ein Sanierungskonzept erarbeiten. In 5 Monaten ausgiebiger Ausschussberatung erfuhr ich mehr über Kunstrasen, als ich jemals wissen wollte. Und vor allem eines, dass der Eigenbetrieb seine Aufgabe, sich um seine Sportplätze zu kümmern, so gut er kann, nachkommt. Immer neue packende Details des bundesweit beobachteten Kunstrasenverklumpungsproblems in all seiner verklumpten Komplexität kamen ans Licht. Die bundesweite Kunstrasenforschung lief auf Hochtouren. Aber das tut hier nichts zur Sache. Klar wurde, dass der Eigenbetrieb selbstverständlich nichts dagegen hat, wenn ein Antrag ihn nochmal in dem bekräftigt, was er ohnehin tut, wenngleich eine Begutachtung aller Kunstrasenplätze sündhaft viel Geld kosten würde, welches mit oder ohne Antrag nicht zur Verfügung steht. 3 bis 4 wolle man sich aber ohnehin angucken und sehen, was man dabei noch so über die Kunstrasenverklumpungsgefahr herausfindet. Den Antrag entsprechend anzupassen, passen also zum Beispiel nicht zu schreiben, alle Kunstrasenplätze mögen begutachtet werden, wollten die Freien Wähler rechts nicht. Man sei sich ja einig und was da nun genau stehe, sei doch nicht so wichtig. Eigentlich wären für all das
die immer wiederkehrenden Diskussionen im Sportausschuss ebenso unnötig gewesen wie der Antrag selbst. Aber weil niemand einem so hehren Anliegen wie der Gewährleistung des Spielbetriebs auf Kunstrasenplätzen im Weg stehen möchte und populistische und überflüssige Pseudo-Anträge nun mal fraktionsübergreifendes Tagesgeschäft sind, musste man eben wieder und wieder über Kunstrasen reden. Der Konflikt besteht nur darin, dass die nicht rechte Seite des Stadtrats der rechten Seite des Stadtrats zu keinem Erfolg verhelfen möchte. Ebenso verhielte es sich umgekehrt und Punkt. Das ganze sinnlose Gemähre ist exemplarisch für das, was man hier Stadtratsarbeit nennt. Protagonisten und Themen können willkürlich vertauscht werden. Am Ende steht, so der Stadtrat in seiner unendlichen Weisheit dies beschließt, ein Beschluss, der nichts verändert und der auf keinen Fall erfüllt wird. Sinnlos. Aber hey, wann habe ich sonst einen Grund, so oft Kunstrasen zu sagen? Dann machen wir weiter. AfD-Fraktion, Herr Latschinski, bitte. Ja, sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Ganz so sinnlos ist der Antrag dann doch nicht. Hat den einfachen Hintergrund, es wurde ja bereits gesagt, wir hatten zwei Kunstrasenplätze in Dresden, die ja im letzten Jahr dann sondern immer zunehmender verklumpten, sodass dann irgendwann allerdings schlagartig die Spielstätten gesperrt werden mussten und der Spielbetrieb eingestellt werden musste, was dann doch zu einigen Verwerfungen sowohl im Spielbetrieb als auch bei den Vereinen führte. Und der Ansatz jetzt hier ist es zu sagen, dass man diese Kunstrasenplätze sich mal regelmäßig anschaut, ob sich sowas nicht vielleicht schon andeutet, denn genau das war eben der Fall, beispielsweise bei der Sportanlage auf der Pirner Landstraße, dass bereits 2 Jahre vor der Sportplatzsperrung schon langsam sich Klumpen gebildet haben, noch in kleineren Maße, die dann im darauffolgenden Sommer zugenommen haben, bis es dann 2 Jahre später eben zur Nicht-Unbespielbarkeit des Platzes kam. Und man wäre man damals sich bewusst gewesen, was das bedeutet, diese zu Beginn kleine Klümpchenbildung, hätte man durchaus auch schon reagieren können, damals noch das Granulat absaugen können und neues Granulat drauf ausbringen können und hätte nur einen Bruchteil der Kosten gehabt, die man jetzt mit der kompletten Sanierung dieser Sportstätten hatte, sodass das durchaus ein sinnvoller Antrag ist. Ich finde es ohnehin überraschend und sehr entgegenkommend, dass da überhaupt ein Deckungsvorschlag genannt ist, weil ich bin der Meinung, die Kosten, die die Stadt dadurch spart, dass man regelmäßig mal drauf schaut und frühzeitig reagiert, weitaus höher sind, als wenn man regelmäßig diese Sportstätten dann komplett sanieren muss. Vielen Dank. Okay, dann Frau Mühle, bitte. Geschäftsordnungsantrag. Ja, ich weiß nicht, wem es schon aufgefallen ist, sowohl das SessionNet als auch das Mandatos ist jetzt schon seit geraumer Zeit nie verfügbar, was es etwas schwierig macht, zu wissen, worüber wir konkret abstimmen. Also vielleicht kann der Beigeordnete mal was sagen, ob irgendwie mit einer Behebung jetzt zeitnah zu rechnen ist oder wie wir sonst hier die Sitzung geordnet weiterführen können oder ob wir es überhaupt so weiterführen können. Also ich bin nach Hause. In Dauerkontakt mit dem EBIT im Hintergrund, der auch hier vor Ort ist, auch die Techniker, zurzeit kam die Nachricht, das würde wieder normal laufen. Nicht in der App, bitte im Browser auch nicht. Es kann sein, dass Sie den Server mal runterfahren müssen und komplett neu starten, dann führt es zu einem kurzen Ausfall und anders kann ich nicht sagen, die Techniker sind hier. Okay, mein Vorschlag wäre folgender, wir würden mal diesen Tagesordnungspunkt jetzt noch zu Ende bringen, dann würde ich abstimmen lassen, ob wir die Stadtratssitzung abbrechen oder nicht und würden dann die weiteren Punkte so behandeln können. Ich habe Sie gesehen. Und würden die weiteren Tagesordnungspunkte so behandeln können, dass dann jede Stadträtin, jeder Stadtrat entsprechend die Unterlagen auf den iPad zur Verfügung hat. So, jetzt wurden wir erstmal. Achso, jetzt noch Geschäftsordnungsantrag, Herr Hannig, Entschuldigung. Ich halte, Herr erster Bürgermeister, die Absicht, dann abstimmen zu lassen, ob die Sitzung fortgesetzt wird, gar nicht für rechtmäßig.
Erstens kann man es einem Bürger nicht erklären, der seine Unterlagen in Papierform einreichen muss, weil die Stadt nicht digitalisiert ist, warum wir Stadträte wiederum ohne Digitalisierung nicht mehr arbeiten können. Und zweitens ist es nicht richtig, was die Kollegin gesagt hat. Auf www.dresden.de sind alle Abstimmungspunkte außer der nicht öffentlichen einsehbar. Sie müssen das Internet aufmachen. Ich bin die ganze Zeit hier drauf, ohne Mandatus-App. Und deswegen meine ich, es wäre Arbeitsverweigerung, diesen Antrag überhaupt hier zuzulassen. So, also rechtmäßig ist es auf jeden Fall, weil der Stadtrat ist jederzeit Herr der Tagesordnung und kann beschließen, ob in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Jetzt machen wir erstmal diesen Tagesordnungspunkt bitte zu Ende. Deswegen Frage an die Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Ist ein Schlusswort gewünscht? Klaus Lippmann, bitte. Ja, vielen Dank. Nur eine Ergänzung. Im Antrag ist als Datum 31. Oktober 2023 genannt. Ich bitte das auf 31.03.24 zu ändern. Danke. Okay, weiteren Redebedarf sehe ich nicht. Da kommen wir zur Abstimmung. Ich würde zunächst erstmal den Änderungsantrag abstimmen lassen, die redaktionelle Änderung bzw. den Punkt 3. Wer kann diesen Änderungsantrag so zustimmen? Den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja. Bei 30 Ja, 10 Nein, 14 Enthaltungen so beschlossen. Und dann würde ich zum federführenden Ausschuss, den geänderten federführenden Ausschussbericht kommen. Wer dem so zustimmen kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Bei 32 Ja, 3 Nein, 28 Enthaltungen so mehrheitlich beschlossen.